Die Linke redet jetzt der Kollege Roland Klaus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Bartle, Ihre erkenntnisreiche Aufklärung über die Geheimnisse der Atemtechnik veranlasst mich zu der schlichten Bemerkung, bei dieser Koalition ist einfach mal die Luft raus. Der Antrag der Bündnisgrünen, das gehört auch zur Wahrheit, sollte ja zunächst verhindert werden. Dabei muss hier erinnert werden, dass sich die Grünen ja auf eine Regierungserklärung verlassen haben und gedacht haben, dazu können wir ja einen Vorschlag machen. Eine angesetzte Regierungserklärung könnte man ja annehmen, sei sicher wie eine Staatsanleihe. Und dabei sind die Grünen reingefallen. Und man darf auch nicht ausblenden, dass sie ja diesem Gesetz zur neoliberalen Version der Euro-Rettung zugestimmt haben. Ausgetrickste reagieren bekanntlich empfindlich. Worum geht es hier? Wichtige Entscheidungen für die Europäische Union stehen an. In Griechenland eskaliert die Gewalt. Von heute bis Sonntag tagen die EU-Regierungen nahezu permanent. Das Parlament erwartet Klarstellung. Dafür taugt eine Regierungserklärung. Die bleibt hier aus. Warum? Deutschland und Frankreich können sich nicht einigen, in welches Casino sie gehen wollen. Denn, um das mal so deutlich zu sagen, Hebel heißt doch nichts anderes als, mach aus einem Euro 3 Euro durch Beteiligung am spekulativen Finanzmarkt. Frankreich will den Hebel per einer Bank, Deutschland per einer Versicherung. Die Frage ist also, weshalb hier eine Regierungserklärung ausbleibt. Zocken wir so oder so? Da kann man doch nur sagen, wo leben wir denn? Das kann doch ein Parlament nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Und weil Deutschland und Frankreich sich nicht einigen können, welches Casino besser ist, wird hier mal entschieden, dass Volk und Parlament nicht informiert werden. Das ist nicht akzeptabel. Nun sagt die CDU und die FDP auch, die Risikosumme bleibt gleich. Das mag ja stimmen, aber es macht doch verdammt noch mal einen Unterschied, ob ich das Geld solide anlege oder ob ich es auf den spekulativen Märkten anlege und den gleichen Weg gehe, der vor 2008 in den USA völlig schiefgegangen ist. Das muss man Ihnen doch hier mal so deutlich sagen. Die Linke wird dem Antrag der Bündnisgrünen zustimmen. Allerdings hätten wir etwas mehr Demut oder wenigstens Selbstkritik erwartet. Liebe Bündnisgrüne, man kann nicht zugleich mit der CDU in einem Boot auf hohe See gehen und dann die Piraten geben wollen. Das glaubt euch doch keiner. Und wenn man dann denkt, der Gipfel der Verwirrung sei erklommen, dann hat man die FDP unterschätzt, die doch ernsthaft in einer solchen Situation, sekundiert vom Bundesfinanzminister, Steuersenkungen einfordert. Eine völlig verantwortungslose Politik, meine Damen und Herren, so kann es hier nicht weitergehen. Nächster Redner ist der Kollege Bartholomäus Kalb. Für die